Zuerst zersägen wir diesen Bierkasten. Für die Wissenschaft. Wir bestücken ihn mit einem Haufen Sensoren und platzieren ihn ganz unten in dieser Regentonne. Wir packen ein Filtervlies drauf, dann Erde. Wenn jetzt Wasser durchläuft, können wir es unten direkt und ständig analysieren. Für Bedingungen wie auf dem Feld gehen wir aufs Feld. Wir graben eine Grube für 20 dieser Lysimetertonnen. Unser Ziel? Genau zu verstehen, wie schnell Steinmehl aus Basalt der Umgebung CO2 entnehmen kann. Auf dem Filtervlies schichten wir Filtersand, noch mehr Sensoren und dann Erde. Wenn du erfahren möchtest, wie diese Steine CO2 aus der Atmosphäre holen können, wirf einen Blick in die Videobeschreibung.